Osmanische Klänge begleiten uns auf den Weg in das 34. Let's Play Age of Empires in der HD Edition mit mir, mit Fred von Fett spielen. Und diesmal bin ich also als Türke unterwegs. King Musti hat mir den Tipp gegeben, dass ich nochmal die Türken spielen soll. Die haben nämlich einen ziemlich guten Bonus auf Belagerungs- oder Kanoneneinheiten. Und da mir die Türken als Volk immer schon sehr sympathisch waren, habe ich mir gedacht, das machst du auf jeden Fall und spielst jetzt ein Spiel mit dem Volk der Türken. So machen wir das. Und es kann losgehen, ich bin bereit. So, und dann werde ich gleich mal das erste Haus etwas schlauer bauen. Es hat mir nämlich diesmal Ladykiller wieder mal den Tipp gegeben, dass ich die Häuser doch immer als Mauer bauen soll. Das heißt, ich suche mir jetzt einfach mal irgendwie einen Spot aus, wo ich das am besten schlauesten machen könnte. Ich werde es einfach jetzt mal hier machen, hier anfangen und dann die Häuser immer an einer Perlenschnur gereiht aufbauen, dass ich dann irgendwie da so eine Art Mauer herausbaue. Das war doch... Wäre doch mal eine gute Idee. So, es hat mir das Ganze aber ein bisschen Zeit gekostet, sodass ich gerade ein bisschen mit dem Nachbauen der Dorfbewohner hinten anstehe. Aber jetzt, egal, jetzt habe ich das schon, aber egal. Ja. Fürs nächste Mal merken wir uns das. Jetzt können wir aber erstmal den Webstuhl entwickeln. Ist ja auch mal eine gute Sache, bevor ich jetzt hier wieder mal gegen Wildschweine absacke. Wollen wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Rotte finden, die wir gleich mal ausrotten können. Und dann haben wir die Möglichkeit... auch sehr, sehr viel Nahrung darüber zu bekommen. So, jetzt also erstmal schauen. Ich bin hier gerade sehr, sehr komfortabel in der Situation, mal nicht im Grenzgebiet zu sein. Das ist ja auch mal was Schönes. Normalerweise habe ich eigentlich immer relativ oft Pech, oder? Also ich bin eigentlich immer gefühlt immer an der Grenze. Jetzt aber mittendrin. Müssen wir trotzdem schauen. Auch hier kann es natürlich Zugänge geben und mein Speer wird diese jetzt erstmal sichten. Ich werde jetzt also erstmal die Grenzen meiner Base hier abstecken. Schauen, welchen Zugang ich nachher zuballern muss. Wir werden es sehen. So, ich baue mir ja trotzdem jetzt das zweite Häuschen so nebenan. So. Schauen wir mal. Da sehe ich nämlich schon gerade wieder was. Sieht ein bisschen nach einem Zugang aus, obwohl, nein. Hier ist nur ein Wolf, zwei Wölfe. Dann weiß ich ja schon mal, wo ich gleich nicht lang gehen werde. Obwohl, muss ich wahrscheinlich, weil hier muss ich nämlich zumauern, so wie es aussieht. Denn dort geht es weiter. So, hier sind wir mittlerweile durch. Also Nahrung, Nahrung. Und mein Speer guckt weiter. So, 4 gegen 4, normales Spiel, regulär und ein Maya-Adlerkrieger von Tobias befindet sich in meiner Base. Der ist ja also gerade so ein bisschen am Rumscouten. Die Maya haben ja keine berittenen Einheiten, deswegen starten sie nicht mit einem Speer, sondern mit einem Adlerkrieger. Und ich habe gerade eine Reliquie entdeckt. Sehr, sehr schön. Die nehme ich doch auch ganz gerne mit, sofern es nicht einer meiner Mates tut. Vielleicht gerade derjenige, der hier unterwegs ist. Der ist nämlich näher dran. Da brauchen wir gleich mal auch einen Besuch abstatten, würde ich sagen. Schau mal, wo wir landen. So. Nächstes Häuschen. Und die Punkte ganz, ganz dicht beieinander. 315, 304. Das ist alles sehr, sehr eng, sehr, sehr dicht. Und so soll es doch sein. Spannend von der ersten Sekunde an, dieses 4 gegen 4. Das ist also Kebab Renegade. Das ist doch geil. Hier die Türken-Connection. Aber ich glaube, der spielt gar nicht Türke, ne? Ne, der spielt Gute. Der Gute. Und der hat, und da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf, der hat auch die Möglichkeit, da einen Hafen zu bauen. Hat nämlich hier einen kleinen Teich. Ja, ich bin ja ein ganz, ganz großer Wasserfreund. Hab ja, falls ihr auch meine SimCity-Reihe mal ansehen möchtet, eine schöne Kreuzfahrt kommentiert auf meinem SimCity-Fluss. Fred Red. Und die war eigentlich ziemlich schön und ihr könnt da gerne auch mal in diesem Let's Play vorbeischauen. So, hier weiß ich mittlerweile nicht mehr, welcher Dorfbewohner nichts macht. Zum Glück gibt es ja hier diesen Button. Untätige Dorfbewohner anwählen und das mache ich, wie ihr seht, sehr, sehr häufig. Eins der meistgeklickten Buttons im Interface von Age of Empires. So, wir haben bisher irgendwie noch keinen Wildschwein entdeckt, oder? Kann das sein? Also ich habe hier ein Reh, zwei Rehe. Ich habe übrigens einen sehr, sehr kleinen Initiativenbauplatz. Ihr seht es hier, dass hier schon das Ganze begrenzt wird. Hier ist eine natürliche Grenze und da oben ist auch eine natürliche Grenze. Okay.
Okay, das war gerade Windows. Wir sind wieder da. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte sagen, es gibt hier sehr, sehr viele natürliche Grenzen. Ah, aber da habe ich was gesehen. Ja, komm. Das Schweinchen holen wir uns jetzt. Aber es ist nur eins. Nein, es sind zwei. Sehr schön. So, Jägertrupp, auf geht's. Und es darf gejagt werden. Sehr schön. Auch sehr nah an der Mühle. Das ist natürlich auch super. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen was zurückziehen und krieg dann auch noch die Sau tot. Könnt ihr sie alle ausnehmen. Und dann würde ich sagen, haben wir gleich unsere 500 Nahrungseinheiten wahrscheinlich sehr, sehr schnell sogar zusammen. Ha! Hier gibt es ein Schaf, was ich noch gleich wegziehen kann. Das wurde mir hier gemopst. Und das nehme ich gleich wieder mit. Ja, vielleicht sollte ich tatsächlich auch gleich in die neue Zeit kommen. Ich brauche aber auf jeden Fall noch ein Gebäude dafür. Wie wäre es mit einem Holzfällerlager? Aber die 500 Nahrungseinheiten, die kriege ich, glaube ich, gleich relativ schnell zusammen. Dank des ergiebigen Wildschweines. Da sehen wir es auch hier, wie die Nahrungseinheiten hier ratzfatz runtergehen. Sind auch gerade 6 meiner Dorfbewohner da am Machen. Und die 500 Nahrungseinheiten habe ich auch jetzt bekommen. Und jetzt ist auch das Holzfällerlager fertig. Das heißt, es kann weitergehen in die Feudalzeit. Mit 20 statt 25 Mann. Wir werden mal sehen, ob das eine gute Idee war. So, ist hier ein Zugang oder ist hier keiner? Nein, tatsächlich gar nicht. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn man so will, gar nichts sichern. Ich brauche nur hier ein kleines Tor und da ein Tor. Aber das ist beides, sind beides Zugänge zu meinen Mates. Ich habe jetzt nicht diesen Zugzwang, dort das irgendwie anders zu regeln. Also, das ist nochmal eine schöne Sache. Da kann ich ganz, ganz entspannt hier spielen. Muss dafür natürlich, ist ja auch so ein bisschen Zugzwang, mich dann vielleicht darum kümmern, auch Einheiten zu pushen, ne? Die hier am Rand sind, Kebab und wer ist dort dann unterwegs? Ich kann es ja vielleicht aufgrund der Farben ausschließen. Ne, kann ich nicht, ich bin ja so farbenblind. Swiss Knight oder Tobias auf jeden Fall, die müssen dann ja mauern, die müssen verteidigen und da müsste ich eigentlich pushen und Einheiten machen. So sieht es aus, das wäre auf jeden Fall ein Deal. Und wie es aussieht, bin ich gleich der Dritte in der Feudalzeit. Mal schauen, ob mir die Bronzeplatz noch madig gemacht wird. Nein, da bin ich. So, und ich brauche auf jeden Fall jetzt eine Menge Holz. Da kriegen wir zusammen. Haben jetzt ja auch ein paar Holzfäller am Start. Da machen wir auch gleich, würde ich sagen, dieses Upgrade. Oh, 3 Wölfe hier. Dabei habe ich auf sehr leicht gestellt. Wurde mir eigentlich mal gesagt von irgendjemand von euch, dass wenn man auf sehr leicht stellt, dass es dort eigentlich nicht so viel Wolfsprobleme gibt. Aber da kann man mal sehen, das ist vielleicht gar nicht der Fall. Vielleicht sind die Wölfe schwächer, aber zahlreich sind sie hier im dunklen Wald immer noch. Das auf jeden Fall. So, mein Speer geht jetzt mal nach auf die andere Seite der Karte quasi. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir dort den Gegner erspähen können. Nee, das Feld will ich nicht haben. Das ist mir zu asymmetrisch. Assi ist das quasi. So, ich baue 5 Dorfbewohner, da haben wir die 25 und vielleicht kommen wir dann sogar noch in die Ritterzeit. Wird knapp mit der Nahrung mittlerweile. Und ich muss natürlich auch noch Gebäude bauen. Na, mal schauen. So, wen haben wir hier? Das ist HenHD, Wikinger. Letzter Platz. Und wir schauen weiter. So, Marktplatz gibt es auch noch heute. Und weiter Holz sammeln, wie es weiter geht. HenHD, Wikinger, da waren wir eben gerade schon. Und mein Speer zieht weiter. Mal gucken, wen er noch so findet. So, 200 Gold habe ich zusammen. Das heißt, ich muss jetzt alles auf die Nahrung setzen. Und Holz. Sonst komme ich ja nicht auf meine Felder. Das wird wohl nichts mit den, mit meinem ehrgeizigen Plan, jetzt schon in die Ritterzeit zu kommen. Mal gucken, wie viele ich mir da zusammensammeln kann. Obwohl, 800, vielleicht kaufe ich mir jetzt noch etwas Essen. Ja, aber jetzt habe ich zu wenig Gold, natürlich. Aber ich könnte ja noch
Holz verkaufen? Ja, jetzt wird schon richtig rumgeschoben hier. Oh ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich werde mich gleich in die Ritterzeit schlängeln. Bin dann vielleicht sogar der Erste. Oder auf jeden Fall oben dabei. Oh nein, jetzt habe ich wieder vergessen. Ich vergesse immer dieses scheiß zweite Gebäude. Es ist ja nicht, es ist echt zum Kotzen. Aber komm, jetzt machen wir jetzt im Schnellmodus. Wir werden jetzt hier 1000 Leute diese blöde Schmiede bauen lassen, damit wir ganz, ganz schnell in die Ritterzeit kommen. Na kommt. Jawohl. Sehr schön. Weiter geht's. Weiter im Text. So, was haben wir hier? Quercyope der Teutone. Oha, hat schon 3 Milizsoldaten. Swiss Knight fragt, ob Russian erlaubt ist. Oha, das klingt schlecht. Das klingt danach, dass er Hilfe braucht von den guten Türken. Helfer in der Not. Ich werde jetzt gleich mal eine Kaserne bauen. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir Swiss Knight unterstützen. Und Kartografie müssen wir auch entwickeln, damit wir es sehen. Ach so, er will nur. Ich dachte gerade, er ist in Not, aber wir müssen ihm gar nicht helfen, sondern er befindet sich nur in angriffslustiger Stimmung. Sehr gut. Ah, Swiss Knight ist schon in der Ritterzeit. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben es leider nicht geschafft, hier die Nummer 1 zu sein, aber vielleicht schaffen wir es auf den Silberplatz. So. Sieht ja bisher ganz, ganz gut aus, was wir hier zusammengezimmert haben an unserer kleinen Base. Und gleich geht's auch in die Ritterzeit. Und dann baue ich auch schon mal die nächsten Dorfzentren. Jawohl, hier sind wir. Ritterzeit. Und los geht's. So, zweites Dorfzentrum. Auf jeden Fall. Und dann holen wir uns gleich mal eine Reliquie, würde ich sagen, oder? Also auf in den religiösen Kampf. Das ist die Reliquie, die wir haben wollen. Haben wir noch irgendwo andere gesehen? Noch nirgends. Ich werde vielleicht mal ein bisschen rum weiter scouten hier in der Mitte der Map. Irgendwo gibt es bestimmt noch eine Reliquie zu besorgen. Und ich würde auch unglaublich gerne meine Waffenschmiede bekommen. Dafür brauchen wir Holz. Aber das kriegen wir schon noch zusammen, würde ich sagen. Denn dann werden wir mal sehen, was die Türken drauf haben an Belagerungs- und Kanonenwaffen. Das soll ja schon viel sein. Und da bin ich mal gespannt, was dahinter steckt. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal unseren Klosterbruder penetrieren. Oha, was ist denn hier los? Unser Speer, mittlerweile eine leichte Kavallerie, wird gerade verfolgt. Hilfe! Wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück. Aber hier haben wir noch gar keine Einheiten. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich auch trotzdem noch hier mal so eine Notmauer bauen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch mal. Inklusive Tor. Sehr gut. Da bin ich gerade wieder zurückgekommen. Warte mal. Da ist ja die Reliquie. Da ist ja noch eine Reliquie. Was ist denn hier los? Das sind 2 Reliquien und der Bautier. Hier baut der Feind. Ich werde bekloppt. Um die Reliquie zu sichern. Komm, da holen wir uns jetzt gleich mal harte Waffen ins Haus. Da wird nicht gekleckert, jetzt wird geklotzt. Den Scheiß wollen wir uns ja nicht bieten. Jetzt ist er natürlich schon in der Ritterzeit. Fuck it. Da müssen wir jetzt vollpowern. So, die eine Reliquie habe ich meinen schon. Oh, ruckel, ruckel. Weil mir gerade jemand bei Steam schreibt. Okay. So, was machen wir hier? Eine Mange. Aber da hat er ja berittene Einheiten, also brauchen wir auch ein paar Speerkämpfer, damit wir die gleich wieder von den Pferden runterholen, würde ich sagen. So, und hier sollten wir vielleicht auch mal 2 Wachtürme hinsetzen. Je nachdem, was uns da gleich noch erwartet dort unten. Immerhin, die eine Reliquie kann uns gleich erreichen. Die Mange ist fertig. Und meine kleine Mauer aus Häusern ist auch da. Immerhin. So leicht kommt jetzt keiner mehr von da nach da. Das wird uns dann vielleicht ja noch das ein oder andere Mal behilflich sein. Obwohl wir natürlich nicht hoffen, dass uns jemand hier
bis in die Base folgen wird. So, kleiner Stoßtrupp wird bereitgestellt. Nahrungsprobleme sind mittlerweile etwas größer. Aber auch das kriegen wir hin. So, Mangen sind fertig. Ihr seid auch dabei. Dann kann es ja losgehen, würde ich sagen. Ah, da haben wir noch ein bisschen Nachschub. Den holen wir uns auch noch mit. Und dann schauen wir mal, ob wir das noch angreifen können. Ob das noch angreifbar ist, was da unten passiert. Ich bin gespannt. Wenn jemand von euch Türkisch spricht, kann er mir gerne mal übersetzen, was die Leute hier die ganze Zeit sagen. Efendim höre ich. Gusta? Mi gusta? Ist eher Spanisch. Mir gefällt's. Jetzt will er hier meine Mangen angreifen. Hau nur ab mit deinen Scheißeinheiten. Jetzt hat er alle meine Mangen kaputt gemacht. Ich fass es nicht. Und haut ab, sodass ich nicht seine blöden Pferdchen runterholen kann. Na toll. Blöd, Mann. Ah, jetzt kann ich nicht mehr weiterbauen. Nervig. Was ist jetzt schon wieder los? Ah, jetzt sind es nur Wölfe, okay. Ich will trotzdem. Ah, der hat ja mittlerweile die Reliquie wahrscheinlich schon geholt. Ja, ja, die sieht auch nicht mehr. Die ist auch nicht mehr hier. Da hat er sich das jetzt geschnappt, hat er sich das. Oh, jetzt hat er da schon Ritter. Das macht es nicht einfacher. Ich könnte hier mal eine Burg hinsetzen übrigens. Ist ja auch mal eine Idee. Ah, gefällt mir noch nicht so richtig. Der Platz. Ja, okay. Da pusht er sich jetzt einen zurecht. Dann mache ich das Tor zu. Stelle meine Mangen dorthin. Und baue mich in Ruhe auf. Aber so geht's da gar nicht weiter. Okay. Ah, ich glaube, brauche ich doch keine Mühle. Ich könnte noch ein drittes Dorfzentrum verkraften, habe ich das Gefühl. Das könnte dort auf jeden Fall gebaut werden. So, wir brauchen noch mehr Häuser. Ich habe irgendwie zu wenig Bauplatz. Also normalerweise habe ich eigentlich immer sehr, sehr viel Platz, aber ich bin gerade so ein bisschen eingeengt. Fühle mich hier nicht so wohl. Ich habe Platzangst hier. In meiner eigenen Base. Komm, ich muss mich ein bisschen hier hin orientieren. Gerade weil dort auch noch schöne Ressourcen auf mich warten, sofern die nicht schon anderweitig in Beschlag genommen wurden. Wir werden es sehen. Ne, das sieht alles noch gut aus. Dann sichere ich mir die gleich mal und werde hier auch eine Mauer ziehen. So. Um den türkischen Vorteil der Schießpulvereinheiten zu nutzen, muss ich sowieso in die Imperialzeit kommen. Deswegen sollte ich mich vielleicht auch gar nicht so lange hier in der Ritterzeit aufhalten. Und deswegen werde ich jetzt auch mal keine weiteren Einheiten bauen, sondern stattdessen mich weiter hier nach vorne pushen. Dafür brauchen wir erstmal viel, viel Nahrung. Ich werde also meine Felder hier weiter ausbauen. Und dann katapultieren wir uns in die Imperialzeit. Und dann wollen wir mal schauen, wie das hier weiter aussieht. Ah, jetzt kann ich hier mittlerweile eine Burg bauen. Das gefällt mir doch schon viel, viel besser. Und hier könnten wir vielleicht die zweite setzen. Dafür brauchen wir aber noch etwas.
Was hier los? Da ist Tobias, unser Maya-Freund. Grenzt da an uns heran, das ist sehr super. Können wir gleich mal ein paar Marktkarren rüberschicken, würde ich sagen. Da ist auch sein Marktplatz. Hervorragend. Oha, hier sehen wir gerade, wie unser Kebab-Freund, unser Gute, hier in ein paar Kämpfe verwickelt sind. Haben jetzt ja auch Kartografie entwickelt, deswegen können wir überhaupt hier reinblicken, was die Gegner so treiben. Hier ist groß gemauert worden, wie man sieht. Aber hier dieser Vorposten von I Am Bad, der ist schon echt bitter. Da ist viel unterwegs, das heißt, da werden wir uns auch gleich mal reinschlagen, würde ich sagen. Was ist eigentlich die Spezialheit der Türken? Oh, Imperialzeit sind die schon, okay. Ich muss jetzt langsam echt mal mehr Gas geben. Ich baue jetzt auch keinen Dorfbewohner erstmal, sondern schau, dass ich hier anderweitig vorankomme. Ich muss ja auch erstmal genug Nahrung sammeln. Und die ständige Produktion an Dorfbewohnern ist natürlich da nicht gerade sehr... ist eher hinderlich. So, jetzt ist sowieso Schluss hier. Und wir gehen in die nächste Zeit. Sind auch ein bisschen langsam geworden jetzt mittlerweile. Also waren erst Dritter, dann Zweiter. Aber jetzt sind wir wahrscheinlich ganz, ganz hinten an. Mal schauen, wie schnell wir in die Polizei kommen. Da ist er. Janitschar. Das ist also die Spezialeinheit der Türken. Die wollen wir noch gleich mal ausprobieren, würde ich sagen. So, an der Uni gibt es sicherlich auch noch was zu machen. Schau mal. So, da ist er, der Janitschar. Ist also ein, auch eine Schießpulvereinheit. So ein kleiner Kanonier. Ja, was heißt hier klein? Der hat eine ziemlich dicke Wumme dabei. Also besser als die herkömmlichen, die es dort gibt. Die wir natürlich auch bauen könnten. So, Marktkarren sind hier im Regen hin und her. Die Imperialzeit kommt gleich. Aber wie gesagt, nicht mehr durch den Top 3. Da sind wir jetzt mittlerweile durch Vierter. Und hier ist auch schon ein großer Rums. Und da wollen wir noch gleich mal ein bisschen mitmischen, würde ich sagen. Ups. Also auf damit. Und mitmachen. So, wann sind wir endlich in der Imperialzeit? Jetzt ist es soweit. Sehr schön. Okay, erstmal Wehrpflicht erfinden. Dann hier. Oh ja, Belagerungskanone. Die soll es jetzt geben. Und der leichte Kanonier. Den wollen wir jetzt auch haben. Wir gehen jetzt voll auf die Schießpulvergeschichte. Keine Gnade. Und helfen Kebab in seinem Kampf. Obwohl er wahrscheinlich jetzt gar keine Hilfe mehr braucht. Wir sehen es ja gerade. Das Ding ist hier schon fast durch. Aber gut, dann machen wir trotzdem einfach mal mit. Trebuchet darf auch nicht fehlen. In jeder gut sortierten Armeeabteilung. Wir haben schon brennende Feuerpfeile. Das ist also etwas, was sie gar nicht... Chemie ist frei. Sehr schön. Ist also eine Technologie, die wir nicht noch extra erfinden müssen. Das gefällt mir. Und schon wieder brauchen wir mehr Häuser. Aha, wir hören gerade, dass es Onaga hier gibt, die Wälder zerstören können. Das ist natürlich schlecht.
heißt, die können theoretisch jetzt von überall kommen. Aber wir rechnen hier mit allen. So, ich werde angegriffen. Tribok, go! Und weiter geht's. So, diese Belagerungskanonen, die baue ich sowieso sehr selten. Jetzt habe ich aber richtig Lust drauf. Gerade wenn mir gesagt wurde, dass die Türken Spezialisten sind im Bereich der Schießpulvertechnik hier, da habe ich mir gedacht, das ist doch genau das Richtige. Und die hauen auch echt ziemlich gut rein. Ich ärgere mich jedenfalls immer, wenn die Gegner die haben. Deswegen, warum nicht selber bauen? Oh ja. Schöne Reichweite. Tobias schenkt uns ein Schaf. Auch sehr gut. Oh, da ist jetzt endlich die Reliquie freigesetzt. Wo ist denn mein Mönch? Der soll die holen. Wir brauchen, glaube ich, auch mehr Janitschars. Hier kommt wieder ein bisschen Unterstützung. Richtig gut rein hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wusste es, dass ich mit den Türken klarkomme. Sehr geil. Es läuft ja echt super gerade hier. Ich brauche wieder Häuser. Ja, dann kann es ja weitergehen. So, im Moment ist hier aber auch, muss man fairerweise sagen, so gut wie keine Gegenwehr. Ich kann hier walten, wie ich möchte. Das wird sich wahrscheinlich bald ändern, wenn die Leute merken, was hier passiert. Swiss Knight hat angefangen, ein Weltwunder zu bauen. Wäre ich jetzt nicht in meinem Team, würde ich mich ärgern. Aber gut. Damit kommen wir natürlich sehr gut klar. Warum unser gutischer Freund. Hast du den Bock bei mir? Gar nicht hinbekommen. Geil. Okay, Swiss Knight baut also das Weltwunder bei mir. Auch mal was anderes. Und Iron Bat hat aufgegeben, nachdem Kebab ihn auseinandergenommen und ich ihn hier gefinisht habe. Sehr schön. So, wir bauen uns hier eine zweite Base auf, damit wir schneller an Einheiten kommen oder direkter, damit die nicht mehr so lange Wege zurückzulegen haben. Oh, hier sind Parier. Wollen wir die einfach auch mal ins Feuer nehmen? Hen HD, der Wikinger, versucht jetzt hier mit Plänklern entgegenzukommen. Die haben natürlich gerade keine Chance gegen diesen Feuersturm der Türken. Ich habe so ein bisschen Angst, dass gleich eine Riesenarmee aus dem Hintergrund kommt. Ja, also wir haben ja noch
Gegner, Querziop, The Ice Cube, sind ja noch welche da, so ist es ja nicht. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier gleich auseinandergenommen werden. Ich glaube, gegen so eine richtig krasse Nahkampf-Armee hätten wir jetzt auch nicht so eine Chance. Ich habe doch sehr, sehr viele Belagerungswaffen gerade. Also bin sehr, sehr stark auf das türkische Modell gerade fixiert. Aber mal gucken. Noch sieht's gut aus. Und solange es gut aussieht, mache ich hier eifrig weiter. Was war das jetzt nochmal? Artillerie? Spezialdings? Mehr Reichweite für Belagerungskanonen. Oh Gott, ist das geil. Ich liebe die Türken, das ist ja hervorragend. Das ist ja aber nur geil. Das ist jetzt tatsächlich hier noch die Spezialisierung. Mehr Reichweite für die Belagerungskanonen. Und davon habe ich jetzt ja schon ein Dutzend. Ihr seht die hier gerade im Totaleinsatz. Und das ist ja einfach nur geil. Oha, jetzt geht's los. Ice Cube kommt von hinten. Wie gesagt, gegen eine massive Nahkampftruppe hätte ich jetzt keine Chance. Und da ist sie. Der kann mich jetzt auseinandernehmen. Ist natürlich sehr, sehr schlau, jetzt hier von hinten ins Kriegsgebiet reinkommen. Aber ihr seht es, ich habe es tatsächlich trotzdem noch geschafft. Durch die Janitschare, die hier einen extrem geilen Job machen, hauen die auch echt eine Menge weg. Sehr geil. Und was passiert hier? Da macht unser gotischer Freund die Kebab-Connection. Macht alles klar. So, das Weltwunder ist fertig bei uns. Und wir können weiter voranziehen. Nothing's gonna stop us now. Sammeln wir uns und dann geht's gleich weiter, würde ich sagen. So, bauen wir uns hier eine kleine Siedlung. Kleine Enklave. Ich brauche nämlich mehr Häuser. Und hier habe ich gerade die Möglichkeit, diese zu bauen. Die Belagerungswaffen hauen rein. Einfach nur köstlich. Und die Harmonie, die türkische Harmonie ist auch in den Punkten sichtbar. Guckt euch mal die Punkte an. 13.000. Ich bin der Einzige mit einer mit einer fünfstelligen Zahl hier. Und das ist ja einfach nur genial. Also, viele Punkte. Ein Gameplay, welches mir unglaublich viel Spaß macht. Tolle Einheitenkombinationen. Also, macht echt nur Spaß, hier die Türken zu spielen und hier das Feld zu rocken. Also, das ist echt cool. Und wir stürmen die Basis der Wikinger und legen uns hier mal richtig ins Zeug. Geile Sache. Geiler Scheiß. Macht super viel Spaß. Und wir hauen uns hier echt rein. Da das schöne Weltwunder von unseren Hundenfreunden von Swiss Knight. Und hier das schöne Schlachtfeld, auf dem die Türken gerade die Welt der Wikinger erobern. Tamam.
schon wieder Nachschub. Diesmal mit Tobias, den Maya, den Abalesken-Schützen. Abalesten, genau. Den Abalesten-Schützen. Die hier den Rest noch fertig machen. Sehr, sehr geil. Und wir pulvern uns hier durch. Feuern alles, was wir haben. Das Schwarzpulver ist unser Verbündeter. Nur kommt jetzt von hinten Gegenwehr. Wir sehen die Wikinger, die kommen nochmal. Mit Hen HD. Der hat sich da zum Ziel gesetzt, den Versorgungsweg abzuschneiden. Wir sehen das da. Wundert mich, dass er hier nicht den offenen Kampf gewählt hat. Mit so vielen Rittern wäre das gar nicht so unmöglich gewesen. Hat übrigens auch unsere Siedlung zerstört, wie ihr hier seht. Aber jetzt kommt er. Jetzt kommt er von hinten. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt wird's interessant. Denn ich kann mir vorstellen, mit so ein paar Chevalier, die können schon was. Mal gucken, wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen gut positionieren. Ja, gut, jetzt haben wir natürlich einen großen Fernkampfvorteil. Bevor der überhaupt ankommt, kann er hier schon kaputt gemacht werden und hat jetzt auch viel zu wenig Einheiten. Also das ist dann eigentlich auch keine große Gefahr mehr für uns. Muss man tatsächlich auch sagen. Umso besser. So, was ist hier los? Ihr könnt mal alle mit hier unsere zweite Stadt aufbauen. Da kommt er nochmal. Aber wie gesagt, da haben wir großen Vorteil jetzt hier. Reichweite, Truppenstärke. Das ist nichts mehr. Wir brauchen immer noch mehr Häuser. Unsere Siedlung hat ja nicht ganz geklappt davor. So, erstmal gruppieren. Elite an die Front. Ihr kommt auf die 2. Und die 3 sind die Belagerungskanonen. Ihr zwei könnt schon mal spähen. Was passiert eigentlich hier hinten? Ah, da wird Querziop grad frech und will Swiss Knight angreifen. Mal gucken, wie weit er kommt. Wir sind da hier für alle Schandtaten bereit. Haben hier das Feld geklärt. Jetzt geht es nur noch um diese kleine Zwischenbase hier, wo die ganzen berittenen Einheiten die ganze Zeit rauskommen, dass wir die auch noch kriegen. Ja, da sehe ich nämlich gerade, genau. Genau. Da macht ihr gerade Stress. Aber wir kommen. Und wir kommen mit Rache. Boom. Boom. Tja. Im Zweifel für die Shotgun. So, und hier können wir mal wieder schön was abbauen. Da gibt es noch viele Ressourcen, die frei sind. Und das haben wir doch besonders gerne. So, dann wollen wir diesen Ponyhof mal ausmisten hier. Das Leben ist kein Ponyhof. Und das werden wir ihm jetzt schon zeigen. Sehr schön, das Ding ist durch. Und was kommt da? Oha! Ice Cube mit einer richtigen Mordsmörder-Armee. Oh, das ist echt viel. Da müssen wir uns nochmal auf was gefasst machen. Und wahrscheinlich nochmal richtig hochrüsten. Aber sowieso, hier ist noch, da ist noch eine Menge Gegenwehr zu erwarten. Ihr seht es selbst, das Ding hier ist noch nicht durch. Und Swiss Knight ist auch ein Bedrängnis, wird gerade angegriffen von den Teutonen von Querziop. Mal schauen, wie weit er da kommt. Wir hoffen mal, dass das Ding natürlich durchgeht.
Also Belagerungskommunen werden hier stark dezimiert. Der Rest hält sich wacker. Aber wir gewinnen diesen letzten Kampf gegen den Wikinger. Aber mit großen Verlusten, natürlich. Die gilt es jetzt zu kompensieren. Und Querziop ist nicht durch. Das ist noch unentschieden dort oben. Ich brauche auf jeden Fall hier auch Belagerungswaffen schmieden. So, die Kebab-Connection ist wieder komplett. Der Wikinger ist noch nicht da. Das heißt, wir können uns hier noch weiter aufrüsten. Das Weltwunder steht übrigens und hat nur noch 200 Jahre, bis wir gewonnen haben. Aber ich glaube, das werden wir auch so machen. Swiss Knight hat jedenfalls erfolgreich den Teutonen, den eindringlichen Querziop erledigt. Also auch auf der Flanke ist alles klar. Gute Defense. Und HenHD hat immer noch nicht aufgegeben. Aber der wird uns hier wahrscheinlich nicht mehr dumm kommen können. Hat sich wahrscheinlich woanders nochmal klein aufgebaut. Oha. Ach, ich wollte gerade sagen. Nein, nein, das ist unser Kebab-Freund. Das ist unser Gute. Irgendwo bin ich da angegriffen, aber ich glaube, das ist von wilden Tieren oder so. So, hier müssen wir erstmal durch. Oha, jetzt geht's los. Obwohl, ich glaube, Ice Cube verrennt sich hier gerade und wird dann... Aha, hier geht's aber weiter. Alles klar. Na dann, wir stehen bereit und sind für jeden Spaß zu haben. Pfeffern wir ihn mal weg. Der kämpft gar nicht, der läuft nur durch. Hat seine Einheiten einfach auf Auto-Go gestellt. Das ist natürlich jetzt taktisch ein absolutes Unding und hat jetzt die Hälfte seiner Armee verloren, einfach nur, weil er durchgelaufen ist und nicht gekämpft hat. Tja, so kann man natürlich auch verlieren. Ich habe wahrscheinlich keine einzige Einheit verloren. Und er sein gesamtes Heer. Da kommen von hinten nochmal ein, zwei Wikinger. Aber gut, ich glaube, auch die werden wir jetzt noch mitnehmen. Tja, das war jetzt nicht so wirklich eine Herausforderung. Das hätte noch ein richtig großer Kampf werden können, aber da hat sich Ice Cube etwas verklickt. Alles klar. Und weiter geht's. So. Wir komplettieren unsere Einheiten. Und es geht weiter im Text. Auf zur nächsten Schlacht. Da würde ich sagen, sind wir im Ice Cube Land angelangt. Nein, hier kommt nochmal HenHD. Wo hat er denn hier noch einen Marktplatz? Keine Ahnung. Ah, ist das schön. Als einziger aber 20.000 Punkte. Was für ein Run gegen die Leute hier. Ich bin richtig im Reinen mit dem Spiel, mit den Türken. Und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Querziop, Last Man Standing. Und wir können tatsächlich jetzt auch das GG droppen. Das Ding ist auf jeden Fall durch. Da sind wir einmal querbeet rein. Und wir sehen es auch hier. Tobias und Swiss Knight in der Offensive. Tobias von der Flanke, Swiss Knight von der anderen. Und dann wird auch Querziop nicht mehr seine Verteidigung halten können.
dann ist das Ding auch dadurch. So, wir markieren hier mal unser Revier. Mit einer Buck. Und beteiligen uns an dem großen finalen Kampf gegen die Deutschritter. Die Deutschen, die hier keine Chance haben. Gegen die Übermacht der Türken, der Maya und der Hunnen. Ja, können die Deutschritter noch so aufgepowert sein? Irgendwann ist auch mal gut. So, wir komplettieren unser Heer wie immer wieder. Und haben gewonnen. Was für ein Spiel! Und es ist auf jeden Fall gelungen und wir haben gewonnen. Wir gehen auf Spiel beenden, Spiel verlassen und gucken uns die Punkte an. Und wer ist zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich die Nummer 1? Das ist euer Fred von fredspielen.de. 21.612 Punkte und damit hier die Nummer 1. Militärstatistik, ja. Absoluter Killer, 505 Einheiten habe ich getötet, 120 Gebäude abgerissen und sogar als einziger eine Bekehrung vollzogen. Wirtschaftsstatistik, das teile ich mir mit meinem Kumpel Swiss Knight und wir gehen auf die Technologiestatistik. Ja, da war ich ein bisschen laggy, ein bisschen lahm auch. Hier etwas später in alle Zeiten gekommen, gerade in die Imperialzeit. Aber es hat ja noch alles zum Glück geklappt. Gesellschaft, die Reliquien haben mir die Goldzufuhr gesichert. Und wir gucken auf die Zeitlinie und sehen den Sieg. Sehr, sehr schön. Tolles Let's Play aus meiner Perspektive. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann alle gemeinsam wieder beim nächsten Mal. Euer Fred von fredspielen.de.